Am 3. März 2015 hat die Tiroler Landesregierung die Isel von Prägraten bis Oberlienz zur Ausweisung als Natura 2000-Gebiet vorgeschlagen. Auf den Tag genau 5 Jahre später treffen sich WWF und die Osttiroler Bürgerinitiativen am Kalserbach und warnen vor einer weiteren Verbauung der Flussheiligtümer. Marianne Götsch, Flussexpertin vom WWF, und Wolfgang Retter vom Verein zum Schutz der Erholungslandschaft fordern einen runden Tisch zu allen geplanten Kraftwerksprojekten in Osttirol. Wir stehen heute am Kalserbach, weil die Isel als Ganzes, als lebendiger Fluss, angewiesen ist auf ihre Zubringer und nur als ganzes System leben kann. Aber an den vielen Zubringern der Isel sind sehr viele Kraftwerke geplant. 7 in Summe sind gerade aktuelle Vorhaben. Auch am Kalserbach leider, obwohl das unmittelbar das Natura 2000-Schutzgebiet und wertvolle Lebensräume für zahlreiche geschützte Tier- und Pflanzenarten beeinträchtigen würde. Und deswegen stehen wir heute hier, weil wir darauf hinweisen wollen und die Infotafel zu einem Warnschild verwandelt haben. Gemeinsam mit vielen Vertreterinnen und Vertretern vor Ort weisen wir darauf hin, dass die Isel als Ganzes geschützt werden muss, um als einzigartiger Gletscherfluss für zukünftige Generationen erhalten zu werden. Und wir fordern von der Politik einen runden Tisch gemeinsam mit der Landesregierung, um diesen Schutz zu beschließen. Die Isel ist alpenweit ein Juwel und muss als System erhalten bleiben, als Ganzes mit ihren Zubringern. Sie muss erhalten bleiben als Erlebnisraum für den Menschen. Sie muss erhalten bleiben als Referenzflusssystem für die Wissenschaft und für die Allgemeinheit. Das steht in sehr viel höherem öffentlichem Interesse als einige Wasserkraftwerke, die im Winter sehr wenig bringen, wobei Strom heute schon lange auf andere Art und Weise erzeugt werden kann. Das Kraftwerk am Kalserbach wurde bereits vor 10 Jahren geplant. Nachdem mittlerweile durch Gutachten geklärt ist, dass das Projekt nicht im Natura 2000-Gebiet liegt, wartet die Gemeinde jetzt auf den Wasserrechtsbescheid.